Herzlich willkommen wieder zu TV Berlin Spezial, und es kommen spezielle Tage auf uns zu, wo wir wieder gedenken und uns erinnern an das, was geschehen war, nämlich am 8. Mai die Kapitulation in Karlshorst. Das Ende des Zweiten Weltkrieges war damit besiegelt und bis dahin wurde gekämpft, bis zur letzten Minute. Das war der Grund, weshalb die Alliierten überhaupt die Kapitulation wollten von allen beteiligten deutschen Wehrmachtsteilen, damit es zum Ende des Krieges kommt. Vorher gab es schon einige. Und in den Tagen davor schrieben viele, viele Leute Tagebuch, wie sie Berlin erlebt haben und wie sie in anderen Städten gelebt und erlebt haben, wie das Ende kam und näher kam und der Schrecken dann doch dem Ende zuging. Und ein neues Buch ist erschienen, über das will ich heute reden, und deswegen ist es etwas ganz Besonderes, weil es Tagebücher enthält. Das sind die Tagebücher des Verlegers Kurt Kowal 1940 bis 1945. Darin sind auch die letzten Tage von Berlin, von Hitler in Paris bis zur Schlacht um Berlin. Und darüber will ich reden mit dem Verleger der Berlin Story, des Berlin Story Verlages Wieland Giebel. Herzlich willkommen. Guten Tag. Hallo. Wie sind Sie denn an solche Tagebücher gekommen? Na, wir sind dazu dran gekommen, weil der Herr Dörrop, der Herausgeber, das ist ein Nachfahre von dem Kurt Kowal, der das Tagebuch geschrieben hat. Und diese Tagebücher hatte sich nie jemand angeguckt. Die waren in der Familie so. Die lagen so, bei Opa so rum? Ja, die lagen in einem Karton. Und die hat. Und das. Ein Grund, warum die keiner angeguckt hat, also der eine ist erstmal, das hatten wir schon öfters, die haben das einfach nicht berührt. Na, kennen und wir hier, schon. Ja, oder wollen wir, wer weiß, was da drin steht. Und der, was uns da blüht, was sich da offenbart. Und der andere Punkt ist, das war handschriftlich. Und das war wie ganz man schön. Sieht, in deutscher Schrift, ne? Ja, so also das, der hat so eine gemischte Schrift gehabt. Das, zu der Zeit gab es das. Auch bei den jungen Leuten, die haben ein paar Buchstaben, das S war, also war eine gemischte Schrift, aber man musste schon ganz schön, man hatte Arbeit, das zu entziffern. So, und weil wir in dem Berlin Story Verlag schon mehrere ähnliche Bücher gemacht haben mit Tagebüchern aus der Zeit, ist der Herr Dörrop uns, an uns herangetreten. Wir haben zum Beispiel gemacht von Johanna Ruf. Das war die letzte, die als Jugendliche im Lazarett vom Führerbunker gearbeitet hat. Die hat auch als 15-Jährige ein Tagebuch geschrieben. Die lebt noch, während der Kurt Kowal natürlich inzwischen tot ist. Ja, und mit der haben Sie vor ein paar Wochen geredet? Mit der gestern habe ich gestern. Mit der telefoniert. Die rief, der geht es, nee, die meckert. Die meckert, weil durch Corona kann sie keiner besuchen. Und sonst geht es dir aber gut. Ich war vorher irgendwann vor 4 Wochen oder so. So 90 also jetzt, wenn ich zähle. 15 plus 75? Ja, die ist 90. Ja. Genau. Und kann auch alles gut erzählen? Die kann alles. Die hat das alles drauf. Und ja, klar, die erinnert sich dran. Die erinnert sich, mit wem sie zusammen war. Hat das auch sehr schön geschrieben. Deren Hauptproblem als 15-Jährige war immer, hoffentlich wird mein Fahrrad nicht geklaut. Im Führerbunker. Ja, die Sorge, dass ein Fahrrad geklaut wird. Ja. Wer soll denn dann das Fahrrad geklaut haben? Ja, die. Einer von den Wachleuten. Einer von irgendjemand, von den Wachleuten jemand oder von. Da waren. Also die Situation war ja so: die Stadt war voller Flüchtlinge, die aus den ostdeutschen Gebieten kamen. Es waren 300.000 Zwangsarbeiter noch hier, die dann irgendwie nachher ab dem 8. Mai weg mussten, aber zum Teil gar nicht wollten, weil die Russen nicht zurück nach Russland wollten, weil sie da als Verräter angesehen wurden. Es war alles kaputt, und in dieser Situation war so ein Fahrrad viel wert und die Gefahr, dass es weg war, sehr groß. Und man konnte das auch nicht immer irgendwie so wie heute toll anschließen, weil wenn die Granaten flogen, dann war ja, musste man in Deckung gehen. Berlin war zu der Zeit, wo, über die wir jetzt reden, nämlich die letzten Apriltage, genau vor 75 Jahren, völlig zerstört. Wenn man, das letzte Bild, was es gibt, das Foto, ist vom 14. April 1945 von den Amerikanern, ein Luftfoto. Die Amerikaner, die haben
so große Kameras gehabt in ihren Flugzeugen und haben immer vorher ein Bild gemacht, wo sie bomben müssen und nachher dann so ein Resultat, ob sie getroffen haben. Und wir haben im Berlin Story Bunker, wo wir die Dokumentation haben über Nationalsozialismus, ein riesiges Bild und da sieht man, dass von der Berliner Mitte null, nichts ist mehr ganz, nicht 90% oder so, sondern alles kaputt. Das war 14. April und danach, vom 14. April bis zum Kriegsende, in Berlin ja 1. Mai, Nacht zum 2. Mai, sind nochmal auf Mitte 7 Millionen Granaten geflogen. Und, weil die Wehrmacht nicht aufgeben wollte und SS-Einheiten nicht. Genau, sie haben genau, ja, das ist, weil die Mehrnachbar, die Amerikaner haben ein Dreivierteljahr gebraucht vom D-Day, von der Landung in Frankreich, bis hierher zu kommen. Das heißt, der Kampf war unglaublich, unglaublich stark. Als die Amerikaner dann in Deutschland waren, dann haben sich auf einmal alle verkrümelt, weil es dann klar war, dass es nicht weiterging. Aber bis dahin hat das fast bis die in Berlin waren, hat 9 Monate gedauert. So wurde da gekämpft. Oder die Russen von der anderen Seite. Die Schlacht um Berlin fing 16. April 1945 an. 2,5 Millionen sowjetische Soldaten sind über die Oder gekommen, Oderbruch hierher. Und auf dem Weg hierher sind 300.000 sowjetische Soldaten gefallen. Und in zwei Wochen, in dieser verbissenen Art wurde gekämpft vom letzten Aufgebot, das waren Kinder, alte Leute, völlig zersprengte Soldaten, die Munition passte nicht mehr unbedingt zu den Waffen, die die hatten, da war ja nichts mehr organisiert. Nur im Führerbunker, da dachte man immer, es wäre der Hitler, der hat immer Befehle gegeben, aber das war ja in eine Geisterarmeen hat er verschoben. In eine Geisterarmeen, ja, da war gar nichts mehr. Da sollten wir nicht vergessen, jetzt am Kriegsende, die Menschen, die haben im Kopf, es sind 6 Millionen Juden umgebracht worden, aber es sind 27 Millionen Bürger der Sowjetunion umgebracht worden. 27 Millionen, das ist so unvorstellbar viel. Und in diesen letzten Tagen nochmal 300.000. Und auf der anderen Seite sind aber nur 20.000 etwa deutsche Soldaten nachweisbar umgekommen. Genau, alle diese Zahlen sind. Ich will mal zurückkommen zu dem Buch. Ja. Eine Schwierigkeit, weshalb die jetzt erst rauskommen, ist, Sie haben gesagt, weil es handschriftlich eine Mischung war aus Altdeutsch und Hochdeutsch. Ja. Und das Altdeutsch kann heute keiner mehr lesen, sage ich mal, der jungen Generation. Ja. Und man wollte auch eigentlich nicht lesen, weil man gedacht hat, da steht vielleicht was, was man gar nicht wissen will. Ja. Aber nun haben Sie es ja doch gelesen. Ja, es steht auch was, also das Buch könnte man sagen, hat zwei Teile. Das eine ist so ein Tag, der Kurt Kowal kam 1936 im September nach Berlin von Dresden, hatte 70 Mark auf der Tasche, war also total abgebrannt. 70 Reichsmark, das sind mal 4 ungefähr in Euro, also 240, 280 Euro, so war blank. Und er beschreibt das alles sehr genau, wie er zum Verleger wird, wie er innerhalb sehr kurzer Zeit wohlhabend wird. In der Ritterstraße in Berlin hat er seinen Verlag dann gehabt. Das ist der eine Teil. Der ist deswegen interessant, weil man sieht, wie sich jemand ein bisschen schwer tut, ob er sich mit den Nazis arrangiert oder nicht. Er ist 38 Jahre, richtig erwachsen. Aus unserer Sicht vielleicht ein junger Mann, aber eigentlich ja nicht. 38 hat man alles durchgemacht so. Und er arrangiert sich dann. Er sieht, dass er seinen Verlag nur machen kann als
Opportunist, könnte man sagen, als jemand, der sich anpasst und dann das hinkriegt, kann ich gleich noch sagen. Das andere ist, der zweite Teil ist der, dass er die Schlacht um Berlin genau beschreibt. Das sind 100 Seiten in diesem Buch, wo er Tag für Tag genau schreibt. Und das, der Positive dabei ist, der kann ganz gut schreiben. So literarisch beflügelt und gibt sich Mühe, auch so zu schreiben. Man merkt, dass er die Nachwelt schon im Kopf hat. Er sagt zum Beispiel an dem heutigen Tag, dass sie einkaufen waren mit seiner Frau und dass natürlich mit Lebensmittelkarten. Und wenn man das nur für den Tag geschrieben hätte, wäre das klar gewesen mit Lebensmittelkarten. Nur wenn man im Kopf hat, dass das für später ist, ist es gut, wenn man das schreibt. Dann schreibt er, dass er beim Einkaufen einen Granatenangriff mitgekriegt hat, heute, vor 75 Jahren, wo 78 Frauen umgekommen sind. Granaten sind so Raketen, die kamen von russischer Seite. Und er hat einen Granatsplitter aufgehoben, der war noch total heiß. Das heißt, sie sind in dem Moment gekommen, wo gerade der Angriff gewesen ist. Wie die Geschichte weitergeht, das erzählen wir nach einer kurzen Werbepause. Wieland Giebel, er ist der Inhaber des Berlin Story Verlages. Und dort ist gerade dieses Buch erschienen, die Tagebücher des Verlegers Kurt Kowal von Hitler in Paris bis zur Schlacht in Berlin. Und über diese Schlacht in Berlin und was darüber in den Tagebüchern steht, darüber reden wir gleich weiter. Zurück in unsere Sendung TV Berlin Spezial und wir reden in diesen Wochen über das Kriegsende. Am 8. Mai wurde das Kriegsende in Karlshorst besiegelt durch die Unterschrift von den Alliierten und von dem Feldmarschall, glaube ich, war Keitel. Keitel. Und damit war der Krieg zu Ende. In 0 Uhr und 5 Minuten am 9. Mai hatten die Waffen zu schweigen, und zwar an allen Fronten. Und darüber haben Bürger Tagebücher geschrieben. Eins davon ist entdeckt worden von Wieland Giebel, der sitzt hier und hat es dann veröffentlicht und zum Buch gemacht. Ja. Und nun erzählen Sie gerade, er war einkaufen, genau, Herr Kowal, und fasst eine Granate ein, die gerade geflogen war und es ist noch heiß, so verbrennt sich die Finger. Ein Granatsplitter, genau. Und wenn man bei Splitter, dann denkt man immer, man hat sowas im Finger. Ja. Und ich habe mal hier einen kleinen Granatsplitter mitgebracht. So groß sind die Teile, die dann rumflogen. Und das heißt, das ist dann glühendes Eisen gewesen, abgesprungen von der Granate. Und da kann man sich auch vorstellen, dass man von Granatsplittern getötet wird. Weil wenn das fliegt und man das an den Kopf kriegt, ist man weg. Und sowas fasst der Autor der Tagebücher, Herr Kowal, an. Sowas fasst er an, weil die Leute das mitgenommen haben, sonst hätten wir das ja nicht. Die haben das mitgenommen, weil ihnen allen, die damals ein Tagebuch geschrieben haben, so wie der Kurt Kowal, wussten, dass das eine historische Situation ist. Er beschreibt diese Situation, er beschreibt, dass er nicht mehr in die Stadt kann. An diesem Tag, heute, vor 75 Jahren, sagt er auch, wir wissen überhaupt nicht, was los ist, weil es gibt keinen Strom, wir haben kein Radio, wir haben natürlich schon seit einiger Zeit keine Zeitung, wir können auch nicht, die Bahnen fuhren nicht, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, das war alles längst eingestellt. Und wohnte er noch in einem unzerstörten Haus? Er wohnte dann im Grunewald. Er hat seinen Verlag hatte er in Kreuzberg in der Ritterstraße und er wohnte im Grunewald und da waren unzerstörte Häuser. Das sind die, die dann einige Tage später nach der Kapitulation von der Sowjetarmee auch besetzt worden sind. Die hatten dann auch Einquartierungen. Das beschreibt er auch sehr genau. Er beschreibt die guten Russen, die hierher kamen auch, diese Ambivalenz, die russischen Soldaten, die Offiziere und die Soldaten, die hierher kamen, die wussten nicht, was sie erwartet. Sind da noch Leute, die irgendwo im Hinterhalt sind, nach dem dritten, vierten
Mai war das zu Ende, weil in Berlin ja am 2. Mai Kriegsende war. Aber an den ersten Tagen wussten sie das nicht und sie hatten dann Einquartierungen bei dem Haus von Kurt Kowal. Und das bedeutet... Einquartierung hieß, sowjetische Offiziere wurden eingewiesen. Die schliefen da. Ja. Oder entweder haben sie sich Häuser genommen, die leer standen, oder wenn es nicht so viel gab, oder die unteren Chargen, die wurden einquartiert und schliefen da und mussten ernährt werden. Aber da war ja nichts mehr da. Zum Teil haben die sowjetischen Soldaten das was mitgebracht. Er beschreibt die, er beschreibt aber auch die anderen ganz am Anfang, die kommen und jede Uhr mitgenommen haben und alles haben mitgehen lassen, die Kampftruppen, was sie nur gekriegt haben, weil die erste Zeit nach allem, was man weiß, schon zum Plündern freigegeben war, aber das sehr, sehr schnell eingestellt wurde. Ja, er hat das überlebt, kann man vielleicht erstmal das erzählen, denn viele sind bald darauf gestorben, durch die Auszehrung. Er ist dann 1954 gestorben. Ist ja sowohl hier, man hat zwei Sachen, einmal die Selbstmorde direkt nach dem Krieg, das waren offensichtlich sehr viele. Im Berlin-Story-Bunker, wo wir der Hintergrund von dem Verlag ist, wo wir die Dokumentation haben, Hitler, wie konnte es geschehen, da haben sich auch Leute umgebracht, die im Bunker waren und die dann am Ende des Krieges, für die war das so, die Zeit, die danach kommt, das ist nicht mehr unsere Zeit, die Zeit nach dem Nationalsozialismus. Und wir kennen das ja, der Führer, der Hitler war tot, im Bunker war noch Magda Goebbels und der Reichspropagandaminister Josef Goebbels und die Mutter hat ihre 6 Kinder dann ermordet, auch mit dem Satz, ein gnädiger Gott wird mich verstehen, dass ich meine Kinder erlösen muss vor dem, was jetzt kommt. In dieser furchtbaren Zeit sind wir und Kowal hat das eben sehr präzise alles beschrieben, auch sehr persönlich. Seine Ängste, wie es den Frauen geht, die sich nicht nach draußen trauen, die von sowjetischen Offizieren aber auch geschützt werden. Das heißt, die sowjetischen Offiziere haben sich vor die Frauen gestellt, damit sie von ihren eigenen, den Soldaten nicht vergewaltigt werden. Ja, das gab es. Das erzählt zum Beispiel auch Johanna Ruf, die 15-Jährige. Da hätte ja auch sein können, dass die Kinder von BDM, die jungen Mädchen, dran glauben mussten. Da gab es unter der neuen Reichskanzlei war das Lazarett vom Führerbunker und da kam auch ein sowjetischer Offizier und hat dafür gesorgt, dass die Tür, wo die jungen Frauen drin waren, bewacht werden. Und nachher, als die alle abtransportiert wurden und in einem Hospital in Frankfurt an der Oder arbeiteten, da wurde auch dafür gesorgt, dass den jungen Mädchen nichts passiert. Also es gab beides. Was ist denn für Sie eines der bewegendsten Erlebnisse gewesen von Kowal in seinen Tagebüchern? Dass er bis zum Ende versucht hat, seine Firma aufrechtzuerhalten. Und das Bewegende ist für mich dieses Spannungsfeld zwischen, ich will eigentlich keinen Krieg, aber gut wäre, wenn wir den Krieg gewinnen, dann würde es nämlich weitergehen. Und aber gleichzeitig zu wissen, wir können den gar nicht gewinnen. Und er war da in einer wie schizophrenen Situation, dass er ist von Anfang an gegen den Krieg gewesen. Und aber noch in der, das hat mich bewegt, dass er noch in der Ardennenschlacht im Januar 1945 hat der Hitler versucht, mit 200.000 Soldaten die Amerikaner aus Frankreich zu vertreiben. Und da kommt durch die Propaganda offensichtlich die Hoffnung auf bei Kurt Kowal, wir gewinnen den Krieg doch noch. Mich hat beeindruckt, wie es sein kann, dass jemand, der eigentlich reflektiert ist, sich so stark von der Propaganda so stark beeinflusst ist, dass er keinen eigenständigen Gedanken mehr dann fassen kann. Und das ist sicherlich auch eine Beobachtung, die man macht bei allen Büchern,
die sich mit der Frage beschäftigen, wie konnten denn so viele Deutsche Hitler folgen? Ja, müsste man meiner Meinung nach unterscheiden zwischen denen, die früher dabei waren, vor 1933 in der Kampfzeit. Da gibt es Dokumente von 600 Leuten, die Biogramme geschrieben haben. Warum bin ich Nazi geworden? Das ist total interessant. Das ist eine ganz, die sind in der Kampf, die wollten Hitler, die haben sich dafür eingesetzt. Das sind die richtigen, die alten, Hitlers alte Kameraden, seine Kämpfer. Während diese hier, die nach 1933 dazugekommen sind, doch zu einem nicht unerheblichen Teil aus opportunistischen Gründen dabei waren. Ich will nochmal auf das Buch kommen. Am 2. Mai ist Kapitulation, das Kriegsende in Berlin. Ja. Es gab ja überhaupt keine Kapitulation vorher bis zum 8. Mai, ja. Weil Hitler und die Hitler persönlich wollte nicht, dass irgendwann das Wort Kapitulation auftaucht. Ja. Deswegen 8. Mai, Gesamtkapitulation. Das ist nur so ein kleiner Einschub. Darüber reden wir aber hier auf TV Berlin nochmal in einer Extrasendung, und zwar um den 8. Mai herum, wie das war mit der Kapitulation. Aber die Frage an Sie, jetzt ist der Krieg zu Ende. Ja. Was schreibt er in seinem Buch? Der Krieg ist zu Ende, hurra, hurra, und mein Geschäft kann ich wieder aufmachen? Nee, wie erlebt er das? Ja, er erlebt das so, dass er sagt, wir sind von Anfang an betrogen worden. Und damit ist er auch einer, das ist, er tut dann so, als wäre er da so reingeschlittert. Ja. Und es hat ja ungefähr 20 Jahre gedauert in Deutschland, bis dann ein anderer Erkenntnisprozess kam. Aber in dem Moment verhält er sich genau wie alle anderen. Der Hitler war es, die Nazi waren es, ich habe damit nichts zu tun. Und das beschreibt er auch so. Nachher wendet er sich dagegen, er hält Reden gegen Ideologisierung der Gesellschaft, aber das ist dann leider erst nachher. Und die Russen erobern Berlin. Wann kamen die Amerikaner und ja, die Engländer? Warum haben die Amerikaner das nicht? Ja auch. Warum haben die Amerikaner nicht die Leiche von Hitler gefunden? Das ist immer die Frage. Ne? Ja, weil die erst. Sie sind Verleger, wahrscheinlich haben Sie darüber schon ein Buch veröffentlicht, oder? Ja, wir haben. Das ist die Frage, die jeder Amerikaner, der hierher kommt, ne, der sagt: Warum haben die Russen den und nicht wir? Ne? Ja. Ja, weil die erst am 4. Juli kamen. Das heißt, 30. April hat er sich erschossen im Führerbunker, den ganzen Mai, den ganzen Juni, die haben den ja nicht liegen lassen, sondern er wurde dann zwei Tage später mitgenommen und seziert und alles. Und die Amerikaner kamen zufällig gerade am Unabhängigkeitstag, 4. Juli, hier an. Das hing damit zusammen, dass erstens auf der Konferenz von Yalta war das nicht geklärt worden, wer als erstes hier ist, und zweitens, die Amerikaner haben dem Frieden nicht getraut, nachdem sie so lange gekämpft haben in Frankreich, und als sie dann nach Deutschland kamen, ist auf einmal kein Widerstand da gewesen. Das steht bestimmt in einem Ihrer anderen Bücher, die Sie im Verlag noch publizieren, denn unsere Sendezeit ist um. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da sind, Wieland Giebel, dass Sie da waren und uns dieses schöne Buch mitgebracht haben. Das ist ein interessantes Buch, gerade 75 Jahre danach mal zu lesen, wie einer, der mittendrin war, Tagebuch geschrieben hat, und es ist nicht in deutscher Schrift, sondern in Hochdeutsch geschrieben. Ja, weil am Anfang haben wir ja gesagt, es war schwierig, diese Schrift zu entziffern. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir werden uns mit dem 8. Mai noch zweimal beschäftigen und im Rahmen dieser Sendereihe, und ich bedanke mich schon jetzt für heute, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wie immer 18:30 Uhr am Dienstag, TV Berlin Spezial. Danke und tschüss.